Märchen zum Tragen und wie viele Näscherei. Meinen Fleiß, den Sägemann, mit der Kugel unten dran. They gave us a lot of gifts we are giving out. But among all the gifts, this is what my toddler, you know, valued so much. Because we have not had much snow this year. So they gave out this paper for the children to, you know, mal or build. What did you do? Bastel. Okay. So she used this paper to build this. This paper came just in a single sheet. You understand? So she cut it off. And use glue to make this Schnee. What is this? You bastard it Ein with clever. Schneemann. Ein Schneemann. Hast du das gehört? Yes. So Rina bastard. Ein Schneemann. Guck mal. Isn't that schön? Yes, guys, this is so beautiful. Among all the gifts, this was the one she shouted. Oh, mama, guck mal. I can Hallo Leute, ja, ich möchte Danke sagen zu alle im Flüchtlingshilfe Stadt Lübecke sagen. Ja, ich danke euch für die vielen Geschenke, du hatte zu meisten Kindern in Stadt Lübecke ausgegeben. Ich danke euch, ich bin sehr, sehr dankbar. Ja, and to my guys, a lot of you dropped a comment that ever more we did not understand the language. That's why you didn't understand. You also said Father Christmas is good, which is something for people that live around Lübecke. So they gave us a lot of gifts. That video was telling them that the lockdown has spoiled a lot of things, a lot of funds for kids. But despite that, they have a lot of gifts to give out for kids. I will show the video to you guys after this video. Just now, the video, maybe it will pop up. I will allow the video to pop up maybe by the side, I don't know where, or the middle between Kosi and I. Yes, I can put the video there. So you see the gift they give out to kids. Yes, like my kids received theirs yesterday. And a lot of people called me, Eva Mom, we saw the video and Santa Claus really visited us here. We call it Vinat Man. Yes, they gave out a lot of gifts to many, many kids, you know. So I decided to make this video and you see my toddler, she just ran and sat down. I'm just sitting on the sofa, no problem. I just want to say thank you to people that contributed to put a smile on the faces of this kid. So that's why I posted that video for a lot of people to, you know, get the information so that they will be prepared. Not when they see a gift maybe near their door or their entrance of their house, they will be afraid. A lot of them called me that they received the gift. They were so happy and I'm so happy too that the message actually got to them. So but this video is to explain to you the video you're about to watch about the gift that the kids receive. But in all my fans, Merry Christmas. So you heard that Merry Christmas. So Kosi love you and so also love you. Angel of Fortune say Merry Christmas in advance. So see you all in the next video. Please sit down and watch this video, okay? And appreciate the Germans. They are so cute. They are so wonderful. They are so good-hearted people, okay? Yes, so watch the video. Ich kann die Maske abziehen, Gott sei Dank. Oder leider nicht, Gott sei Dank, ist ja heute leider keiner da. Seid gegrüßt, ihr Neulübecker und auch ihr Altlübecker. Gerne hätte ich euch wieder bei unserem Weihnachtsfest, bei der Weihnachtsfeier in dem Café International getroffen. Ich war sehr gerne dort bei euch, bei den Weihnachtsliedern, den Trompetenklängen, den Gedichten, das Gesinge, Gesange, den Videos, den Geschenken und den glücklichen Gesichtern der Kinder. Da habe ich mich drüber gefreut. Die haben mich angestrahlt und angelacht. Es war herrlich. Das geht dieses Jahr leider nicht. Ihr wisst warum. Ich will's nicht wiederholen. Ich habe euch aber nicht vergessen. Da seid ihr sicher.
Ich komme wieder. Ich lasse mich nicht aufhalten. Und dieses Jahr habe ich eine kleine Weihnachtstüte für euch und die habe ich vor die Tür gestellt. Hier habe ich so eine Tüte. Guckt mal, es ist eine wunderschöne Tüte. Die haben die fleißigen Kinder in der OGS der Astrid Lindgren Schule bemalt. So toll! Jedes einzelne ist ein Prachtexemplar. Herrlich, vielen Dank dafür. In dieser Weihnachtstüte sind ein paar leckere und praktische Kleinigkeiten, die euch hoffentlich etwas Freude schenken werden auch. In den Tüten ist auch ein Kartenspiel mit einer Spielanleitung. Und die bekommt ihr von mir dieses Jahr geschenkt. Kann man natürlich auch mit dem Code, den QR-Code abfotografieren und auf dem Handy anschauen, jeder wie er möchte. Bestimmt habt ihr an den freien Tagen mehr Zeit, dann könnt ihr mit eurem Freund oder mit der ganzen Familie Mau Mau damit spielen. Ein super tolles Spiel für die Familie. Das ist ein einfaches, aber spannendes Spiel. Da könnt ihr drauf schauen. Hier auf dieser Anleitung, da steht alles drauf. Tolles Spiel. Habe ich früher auch sehr gerne gespielt. Für die Kinder habe ich dann auch noch einen Bastelbogen in die Tüte gesteckt. Damit könnt ihr einen Schneemann für das Fenster basteln, falls kein Schnee kommt. Aber ich habe die Hoffnung, dass dieses Jahr Schnee kommt. Dann habe ich noch ganz was Besonderes. Eine super Idee. Da ist in jedem eine kleine Tüte drin mit ganz was Besonderem. Da drin sind nämlich Blumenzwiebeln. Und wenn ihr diese Zwiebeln heute oder morgen oder in den nächsten Tagen irgendwo draußen in die Erde steckt, wo ihr hinkommt, wo es andere sehen können, dann werden nächstes Frühjahr wunderschöne Blumen, nämlich Krokusse, daraus herauswachsen. Und die könnt ihr dann mit der Familie anschauen und euch daran erfreuen. Also steckt diese in einen Blumentopf zu Hause oder in der Erde vor eurer Haustür oder irgendwo in der Erde in Lübbecke. Also ihr nehmt diese Zwiebel, ihr macht ein kleines Loch, so lang wie mein Finger. So tief rein und dann steckt ihr die Blumenzwiebel dort unten hinein. Und dann nicht vergessen, das ist nicht zum Essen. Das ist für die Natur, damit ihr das nächstes Jahr seht. Aber das wisst ihr ja, dass man das nicht essen wird. Und dann nächstes Jahr, wo viel Licht dieses Jahr und Regen hinkommt, werden diese Krokusse wunderbar herauswachsen. Die Blumen sollen nämlich ein Zeichen sein. Ein Zeichen, dass es nach der schwierigen Zeit wieder fröhlich und bunt wird. Da bin ich ganz sicher. Ja, so könnt auch ihr überall da, wo ihr wohnt, ein bisschen Farbe, ein neues Leben in die Welt bringen mit dieser kleinen Nachricht an alle. Wenn ihr im nächsten Jahr Lust habt, könnt ihr ja ein Foto von den Krokussen machen und in die WhatsApp-Gruppe der Lübbecker Flüchtlingshilfe schicken. Die freuen sich alle, die das sehen, dass diese Krokusse, die ihr gepflanzt habt, nächstes Jahr richtig schön wachsen werden. Warum besuche ich euch denn jedes Jahr so gerne? Ich will euch erinnern an den heiligen Nikolaus von Myra. Er hat vielen Menschen geholfen und hat ein großes Herz, ein ganz großes Herz. Dazu will ich euch ermutigen, euch zu helfen und füreinander da zu sein, gegenseitig in diesen Jahren. Nicht nur jetzt, sondern auch immer. Auch das ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte, unserer Lübecker Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, dass ich euch alle bald wiedersehen werde und ich auch euch wiedersehen kann. Im neuen Jahr zieht das neue Café International ins Jugendzentrum an Markt. Denkt dran, wir geben euch noch Bescheid, wann es öffnen wird und wann es öffnen darf. Dann stehen die Türe für euch alle offen. Ich wünsche euch vom Herzen gesegnete und schöne Weihnachtstage. Trotz alledem, was bis jetzt passiert war, und ein wunderbares, gutes, neues Jahr. Und nächstes Jahr sehen wir uns live wieder. So, ich muss jetzt weiter. Ihr seid nicht die Einzigen, die ich besuche. Ich ziehe meine Maske wieder an, raus und zu der nächsten. Ich danke euch. Tschüss.
just watched the video. This is what they gave her to kiss. That thing you saw there that looks like onions is an onion. They call it news. They will plant it during spring. They think the colors, as in it will start coming up. But for now, you plant it and you leave it. You know, spring is one of my favorite weather. Bye. Say cheers to Ale. Cheers. Bye. Cheers.